Dann sind Sie doch mal dran, Herr Jung, mit einem anderen Thema. Ich hatte mich nicht gemeldet. Es gab wirklich Gerüchte, ich habe es bei Reuters TV gesehen, der Kanzler ist offenbar schon wieder gesundheitlich nicht, es geht ihm nicht gut offenbar. Gibt es schon Ursachen, Erkenntnisse, wie das jetzt in letzter Zeit sich so häufen kann, dieses Sterben? Also ich kann Ihnen sagen, der Bundeskanzlerin geht es gut. Das Gespräch mit dem finnischen Ministerpräsidenten ist wie geplant gelaufen. Und ich glaube, in diesen Minuten müsste es im Anschluss an das Gespräch eine Pressekonferenz geben. Wie geplant. Ich frage ja, weil es offenbar nicht gut geht. Also gibt es eine Ursache für die Häufigkeit des Auftretens in den letzten Wochen? Ich kann Ihnen sagen, der Bundeskanzlerin geht es gut. Und sie hat ihre Termine wahrgenommen, wie geplant, und auch eben dieses Gespräch und verweise auf die Pressekonferenz, die ja jetzt in diesen Minuten läuft. Herr Thiele, wollen wir das nochmal probieren? Ja, und übrigens nochmal, Peter Thiele von der Bild-Zeitung, nochmal die Nachfrage. Der Kanzlerin geht es ja offensichtlich nicht besonders gut. Es war das dritte Mal in der Öffentlichkeit, dass sie eine solche Twitter-Attacke hatte. Und ist die Kanzlerin jetzt in Behandlung? Muss man demnächst darauf verzichten, solche Termine, weil es ja auch so einen psychologischen Druck geben kann, dass sich so eine Attacke dann aus psychologischen Gründen dann wiederholt, dass man solche Termine vielleicht weniger wahrnimmt, dass die Kanzlerin ein bisschen aus dem Druck rauskommt. Wie geht es ihr und was macht man mit dem Tag? Ist die Behandlung ja oder nein? Also ich teile Ihre Analyse ja ausdrücklich nicht und kann nur noch mal wiederholen. Der Kanzlerin geht es gut. Sie hat diesen Termin mit dem finnischen Ministerpräsidenten wie geplant umgesetzt und das Ergebnis dieses Gesprächs wäre, dass die Bundeskanzlerin und auch der finnische Ministerpräsident in diesen Minuten in einer Pressekonferenz mitteilen. Aber das ist nicht der Normalzustand, das haben wir uns doch irgendwie einig. Also wenn die Kanzlerin jetzt zum zweiten Mal bei der Nationalhilfe und zum dritten Mal die Zitterattacken bekommt. Wie gesagt, ich teile Ihre Analyse so ausdrücklich nicht. Herr Delz dazu. Wird sich denn die Kanzlerin trotzdem mal einer ärztlichen Untersuchung unterziehen, um auch sicherzustellen, dass es ihr wirklich gut geht? Also ich habe Sie jetzt hier über den Gesundheitszustand der Kanzlerin so weit informiert, wie ich das tun kann und möchte. Und darüber hinaus habe ich dem nichts hinzuzufügen. Zusatz? Aber ich meine, was wir ja doch alle sehen, ist irgendwie, dass natürlich jetzt immer wieder geschaut wird. Das ist ja auch ein internationales Thema, wie die Kanzlerin bei solchen öffentlichen Anlässen, ob sie jetzt zittert oder nicht. Wie wollen Sie denn, wie will die Bundesregierung auf Dauer mit dieser Situation umgehen? Also das ist ja auch wahrscheinlich nicht im Sinne der Bundesregierung, dass das jetzt das alles beherrschende Thema ist. Mit einer Regierung könnte man doch dieses Problem vielleicht irgendwie mit etwas mehr Transparenz möglicherweise lösen. Also wie gesagt, ich kann meinen Ausführungen hier jetzt gar nichts hinzufügen und ich würde sagen, alle diese Pressekonferenzen sind ein Beleg dafür, dass die Bundesregierung wunderbar konstruktiv und sehr eifrig arbeitet. Herr Leifert dazu. Frau Temmer, hat es in den vergangenen 3 Wochen konkrete medizinische Maßnahmen gegeben, die seit dem ersten Zitteranfall für sinnvoll erachtet? Also Sie können mich jetzt hier löchern. Ich kann nur noch mal wiederholen, der Bundeskanzlerin geht es gut und sie hat auch in den vergangenen 3 Wochen ja alle Termine bester Dinge absolviert. Herr Jessen. Frau Demmer, gibt es eine medizinische Erklärung dafür, dass es innerhalb kurzer Zeit in sehr unterschiedlichen Situationen ähnlich erscheinende Zitteranfälle gegeben hat? Beim ersten Mal wurde die Hydrierung als Ursache genannt. Diese Voraussetzungen waren bei den weiteren nicht gegeben. Die Öffentlichkeit hat doch ein Interesse daran, ein Berechtigtes zu erfahren, ob es eine hinreichende medizinische Erklärung gibt über die Ursachen dieser Phänomene oder wann werden wir sie erwarten können. Ich erwarte kein ärztliches Bulletin jetzt, von Ihnen schon klar, aber die Frage, gibt es eine medizinische Erklärung dafür, die für alle Vorfälle gilt, und b, wann werden wir sie gegebenenfalls erfahren? Also ich verstehe Ihr Interesse. Ich kann aber über das bereits Gesagte hinaus Ihnen jetzt hier nichts sagen. Das heißt, die Bundesregierung ist nicht in der Lage, eine öffentliche Erklärung darüber abzugeben, worin die Ursache für diese wiederholten auftretenden Zitteranfälle liegt.
Auch diese Analyse teile ich ausdrücklich nicht. Wie gesagt, ich habe ja Ihnen gesagt, der Bundeskanzlerin geht es gut. Nee, und vielleicht verweise ich jetzt noch mal auf die Pressekonferenz, die ja in diesen Minuten... Ja, da sollen doch die Ergebnisse des Treffens mitgeteilt werden. Danach fragen wir doch gar nicht. Wir fragen auch nicht, ob es ihr gut geht, sondern die Frage ist sehr konkret, gibt es eine medizinische Ursache dafür, die Sie uns mitteilen? Und wenn ja, wann? Da ist die Antwort, es geht ihr gut, gar keine Antwort. Aber meine Antwort ist, ich habe Ihnen zu diesem Zeitpunkt alles mitgeteilt, was ich Ihnen mitteilen werde. Herr Thiele. Trotzdem noch eine Nachfrage. Wir kennen drei Attacken, die es öffentlich gab. Gab es weitere? So eine einfache Frage. Ja, zu diesem Thema hier jetzt alles gesagt. Eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Gab es weitere? Sie haben meine Antwort vernommen. Ich habe zu diesem Thema jetzt hier alles gesagt. Sie sagen nichts, das ist aber keine Antwort. Ich antworte nicht, ist keine Antwort. Ja oder nein? Also ich verweise jetzt auf das, was ich hier gesagt habe und kann dem nichts hinzufügen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Delfs mit einem anderen Thema dran.